Wieder was gelernt. Wie teilt man den Stack? Rechtsklick, glaube ich. Aber die Stacks, die da drin sind von Munition, sind schon aufgeteilt. Die sind schon jeweils für euch. Ja, ja, ja. Ich habe sie nur wieder zusammengemacht, wie es gehört. Solarzellen haben wir schon, ne? Gelernt? Nee, haben wir. Für alle Planeten. Gelernt habe ich sie, ja, aber wir können sie noch nicht bauen, Lexan. Zippel, das gilt für alle Planeten, schreibt er. Jo, das habe ich jetzt auch mitbekommen. Dankeschön. So, haben wir was zu essen? Wo ist was zu essen? Solarzellen brauchen auch einen ziemlich großen Platz. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, die haben eine Größe von 3x5 oder so, eine Solarzelle. Und davon kann man 12 oder 15 bauen, eins von beiden. Ich komme hier nicht ran. An was? An alles. Weil wahrscheinlich jemand in der Base verankert ist. Hier? Was? Da müsstest du doch dran kommen. Das alles mit Schlössern vor. Das ist mein Problem von eben. Ja, also entweder wenn du hier dran bist, diese Pfeile neben Output und Input anklicken oder an die Kisten direkt dran gehen. Du kannst hier auch an die Kisten mit F direkt dran gehen. Achso, okay. Wer war das? Da. So, hier. Knifte. Den Ventilator braucht man nur auf Planeten ohne Sauerstoff. Das ist auch nicht ganz korrekt, weil die Pflanzen Sauerstoff brauchen und dafür brauchst du dann einen Ventilator, je nachdem, wo du halt. Du brauchst einen Sauerstofftank, soweit ich weiß. Weil die Pflanzen Sauerstoff benötigen, deswegen brauchst du die Ventilatoren, um den Sauerstoff zu verteilen. Also bei mir sind es auch Atem. Nein, aber jetzt streitet euch nicht deswegen. Nee, machen wir auch nicht. Auf atembaren Planeten sind mir schon Pflanzen eingegangen. Zumindest war das mal so. Ob das jetzt noch so ist, keine Ahnung. Die 22 Grad Base-Dicht sind nur wichtig für Pflanzen. Die gehen bei Minusgraden kaputt und Schutz vor radioaktivem Nebel. Richtig. Und das erreicht man halt mit dieser luftdichten Tür. Oh Gott, ich bin fast am Sterben. Ich habe nur noch Nahrung 6. Na geil. Ja, da müssen wir ein bisschen was machen. Ja, ich will was brutzeln. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Nee, Zettel belegt. Jetzt habe ich noch Nahrung 4. 3. 2, 1. Geh ran an den Kühlschrank. Ich bin draußen. Ich, 2. Ich komme nicht ran. Hab ich noch irgendwas im Gepäck? Oh, ja, du hast mit im Gepäck. Geh weg! Ich erinnere mich an die Geräusche, richtig. Da ist noch einer. Am Zelt bei dir. Einfach mal wegignorieren, die Scheißviecher. Ach ja. Lecker Spinnenfleisch. Machen Sie das. Nicht über eine Schrotze, ja. Das ging jetzt echt gut. Oh, Salami. Habe ich gerade, ja. Hat eine gute Verfallszeit, deswegen habe ich die jetzt gebaut. Falls wir die mit unterwegs mitnehmen wollen oder so. Achso, ja, jetzt habe ich. Ah, Wosch, die ist haltbar. Egal, wenn du Nahrung brauchst, dann musst du essen. Spielt keine Rolle. Ach ja, und beim Motorradfahren immer U drücken, ne, wegen Motorradhelm aufsetzen. Hallo, ist wichtig. Wenn der Herd dann fertig ist, bitte wieder ausmachen wegen Strom. Apropos, wie sieht's denn aus mit Strom? Ach, noch 87%, das reicht. Ach ja, was auch noch wichtig ist, im Hauptbereich, drück mal P-Taste, jemand von euch, der möchte. Ja. Steht auf der linken Seite im Hauptbereich, steht irgendwas von 18.000 in Klammern 80.000. Ja. Wenn wir diese CPU von 80.000 erreichen, was durch die Geschütze dann sehr stark nach oben geht, dann kriegt die Base, hat die Base keine 100% Effizienz mehr, sondern geht dann runter auf, was weiß ich, 90, 70 und so weiter. Und dann
laden die Geschütze nicht mehr so schnell nach, haben keine weniger Feuerkraft oder langsamere Feuerkraft, die Geräte arbeiten langsamer und so weiter. Du kannst ja auch gucken, wenn du willst jetzt. Jetzt bin ich raus. Also ich bin jetzt drin. Und jetzt? Hauptbereich, linke Seite, CPU. 18.000, in Klammern 80.000 oder so ungefähr, was da steht. Wenn wir diese 80.000 erreichen, ist quasi das maximale Limit dieser Base erreicht und dann arbeitet alles langsamer, kostet mehr Strom oder wie auch immer, also wird auf jeden Fall ineffizienter. Was machen wir gibt da? Es dann, dafür muss man looten gehen und kann dann solche, ich weiß nicht genau, wie die heißen, irgendwelche Erweiterungskerne oder wie auch immer die dann heißen, muss man dann in der Base verteilen, um dieses Limit nach oben zu bekommen. Dafür muss man halt Basen stürmen und looten gehen und so weiter. CPU-Erweiterung. Also genau, man kann die dann auch... Kann man jetzt auch, hier irgendwo ein Bett bauen oder sowas? Nee, ein Bett gibt es nur zum Angucken. Das ist dann für deine Ausdauer. Aber man kann sich ein Medic-Station oder sowas bauen. Da kann man dann auch spawnen. Okay. Könnte man aber da Heilmittel... Nee, warte mal, stopp. Das stimmt doch gar nicht. Zu Hause spawnen kann man nicht anklicken, weil diese Medic-Station noch fehlt. Ah, okay. Das ist noch ausgegraut aktuell. Kannst du mal gucken, ob du lernen möchtest oder kannst oder ob wir das schon können. Ich weiß es gar nicht. Was auch neu ist, schreibt da, dass da, wenn der Generator eine rote Anzeige hat und mehr Strom verbraucht, wird er, als er herstellen kann, dann explodiert er. Ja. Das kann auch passieren, ja. Das heißt, wir müssen dann, je mehr elektrische Abnehmer wir haben, einen größeren Generator bauen. Aha. Wir brauchen unbedingt Verbandsmaterial. Oder was irgendwas. Brauchst du? Lebensregeneration, weil bei mir, ich krieg die gerade nicht hoch. Ja, hast du noch irgendeinen Debuff? Irgendein... Ich hab gar nichts. Medikamente? Warte mal. Was kann man denn da bauen für? Honig? Wir könnten. Ah, Honig, okay. Wir könnten Bandagen bauen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Holz. Sollte ja kein Problem sein. Holz haben wir irgendwo. Holz haben wir bestimmt noch hier, sonst hole ich Holz. Nee, ich hab noch hier. Besonders wichtig bei Fahrzeugen mit Schild, wenn der Schild extrem viel Energie verbraucht, wenn er hochfährt. Oh, okay. Wir brauchen Pflanzenfasern, okay. Macht er das aus dem Holz? Nee, normalerweise ja, aber der Kühlschrank kann das wohl nicht. Brauchen wir Pflanzenfasern. Jetzt können wir Bandagen bauen. Das Pflanzenfasern hier Rasen mähen, ne, gell? Wie kriegen wir Pflanzenfasern? Aus Holz. Ich habe schon welche reingelegt. Achso, also doch. Okay. Ja, ja. Die Bandagen bauen schon. So, wir brauchen Silizium. Hallo, jetzt fall doch um. Ein bisschen was habe ich. Wir können auch gerne zusammen auf Loot-Tour gehen, weil ich werde ständig angegriffen, wenn ich alleine losziehe. Ja, komm. Wo bist du denn? Falsche Richtung wahrscheinlich. Weil hinter dem See, auf der anderen Seite vom See, da ist alles mit tollen Sachen voll. Mhm. Ja, das ist aber halt dieses polares Gebiet. Das heißt, wir müssen woanders hingehen, Richtung Osten oder Nordosten oder so, ob wir da noch was finden. Oder so im Süden? Da zeigt ja nichts mehr. Ja, irgendwo halt in die Richtung, ja. So, haben wir denn der Scanner vielleicht irgendwas? Ich habe jetzt aber auch nichts zu essen dabei. Ressource in 800 Meter, ich auch nicht. Doch, ein bisschen Salami habe ich. Da kommt eine Schnecke. Oh, da können wir ja mal die Knifte austesten. Oh, dieses Spiel ist noch so verbuggt, das gibt's gar nicht. Wo ist sie denn? Hier im Wasser. Schnecki, Schnecki. Ich lock sie an. Ist da eigentlich,
Lese eben ins Wasser. Habt ihr eure Notrationen schon? Dieses orange Ding vom Anfang? Regenerationspack ja. Schon beide gebraucht? Ja, locker. Wow. Voll, ich war zu langsam. Besteht keine Verbindung über den Container? Hä? Otze. Okay. Dann wollte ich ja nur mal testen, wie Sturm wäre so. Ah, ich weiß noch, was die Dings nach oben bringt. Das Leben. Na? Und zwar. Wie ist das, diese komischen Säfte? Gemüsesaft zum Beispiel. Ah, Gemüse haben wir. Gesundheit 43 hinzu. Machen wir mal 10 Stück davon. Ist alles in der Warteschlange jetzt im Herd? Gemüsesaft. Zwei Gemüse. Wachsen Bäume nach? Ich hoffe doch. Irgendwann, glaube ich mal. Aber ob ja, ob nein. Was? Ein interner Fehler ist aufgetreten. What? Weiter? Okay, geht wieder. Geil. Wir haben aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 14%, dass wir angegriffen werden. Okay, das geht. Aufgrund der Reputation 12% und 2% Basisgröße, also sind wir wohl noch relativ winzig. Matti sagt, Honig bringt mehr und muss nur gesammelt werden. Also für Gesundheitsregeneration, okay. Servus Daniel, schönen guten Abend. Ja, kann wirklich sein. Haben wir noch irgendwas hier? Honig, 11 Stück. Können wir immer unterwegs noch sammeln, ne? Das sind ja diese komischen. Gesundheitswert 30. Der Saft 43 Holz. Das soll Holz sein. Okay. Was ist das denn da vorne? Ach, bist du das? Ach, Futschi. Ich dachte, was spritzt denn da gerade für eine Fontäne? Kräuterblätter. Der Alpha, okay, da muss man Futschi fragen, der kennt das Spiel, No Man's Sky. Oh, aber in der Alpha kennt er das auch nicht. Okay. Rixan vielleicht. Was ist damit? Dass sie No Man's Sky in der Alpha gespielt hat. Ganz am Anfang habe ich das gespielt, ja. Zuschauer von mir hat geschrieben, dass das aussieht wie No Man's Sky in der Alpha. Och. Ist das noch Alpha? No Man's Sky? Nein. Nee, Empyrean? Empyrean ist released, nee. Das sollte fertig sein. Stimmt, das hat 1.0er letztens erst gehabt. Ich glaube Anfang des Jahres, kann das sein? Ja, ist auch rum. Also mein Hunger geht langsam ins Orange, ne? Okay. Bald was mal, bald mal was futtern. Ist was? Ja, ich bin gerade draußen und fahre ein bisschen durch die Gegend. Nimm dir ein paar Salami mit. Wo seid ihr eigentlich? Richtung ihr wart Süden. Einmal, ihr wart auf einmal weg? Richtung Osten. Empyrean hat aber mehr Inhalt als No Man's Sky und das deutlich bessere Bausystem. Ja, das muss man aber auch sagen. Das hat mir nicht gefallen bei No Man's Sky, das Bausystem. Inhalt weiß ich nicht. Kam ja sehr viel dazu. Ja, weil ich hab's auch nicht so viel gespielt, dass ich mir anmaße, das beurteilen zu können. Ich
Hier ist aber einiges an Silizium. 30 Stunden? Ne, so viel hab ich halt. 16 Stunden oder sowas. Ich müsste jetzt gucken, ich weiß es echt nicht. Aber ich hatte ja auch ein Let's Play gemacht damit, vor einer Weile. Oh, hier kam was an. Kommt was angelaufen. Hallo? Feuermooskrümel, was ist das? Das braucht man für irgendwelche Heilungssachen oder wie auch immer. Oder für... Ja genau, für Medikamente. Bin gerade am Kühlschrank hier. Feuermooskrümel. Kann man Dekontaminationskits herstellen. Die helfen gegen alles und bringen einen Haufen Gesundheit wieder. War nur so gesprochen, wenn ich keinen Spieltitel hätte, würde ich sagen, das ist No Man's Sky. Halt nur noch in der Entwicklungsphase. Okay, ich kenne das Spiel nicht, kann ich dir leider nicht sagen. Ja, es könnte einer von den Planeten sein, ja. Nee, also meiner Erfahrung nach ist es nicht bunt genug dafür. Je nachdem, aber auf welchem Planeten. Wie gesagt, ich hatte auch nur ein oder zwei, vielleicht auch drei Planeten, die ich gesehen habe. Da gibt's echt viel zu entdecken. So, dann versuche ich auch mal eins zu holen. Welche Richtung seid ihr jetzt? Ich glaube Richtung Süden. Also von dir aus Richtung Norden. Ich muss Richtung Norden fahren. Ja. Also guck da auf die Karte. Siehst du uns doch. Ich muss Richtung Süden fahren. Süden, ja, Richtung Süden, ist richtig. Ja, Süden, ja, richtig, natürlich. Oh Mann, ey. Ja. Hallo, ich bin hier der Orientierungs... Ach nee, du ja auch. Ja, beide auch. Kläuse. Erst Fahrtgeld abgaunern und jetzt auch noch falsche Richtung schicken. Ja, klar. Ah, oh, ich hab schon wieder Hunger. Ihr könnt übrigens, wenn ihr wollt, während der Fahrt die Alt-Taste drücken, dann könnt ihr ein bisschen links und rechts gucken. Steuerung immer noch mit WASD. Wir laufen, wir fahren nicht. Per Pedis. Ich fahre gerade. Oh, oh, grüner Schleimschlopp. Komplett dran vorbeigefahren an euch. Grüner Schleimschlopp mit einem roten Auge. Ja, warte, das sieht ja ein bisschen aus, das Teil. Friedlich. Ich kriege friedlich aus dem Chat. Okay, lass mal genau angucken hier. Bläh. Aus wie Knete. Ein Knetewesen. Wollen wir raufballern? Oder ist das eine doofe Idee? Wie bei Day of Tentacle. Ein bisschen... Ja, der gibt bestimmt Schleimfleisch. Na los, komm. Achso, war schon. Ja, okay. Und was gibt's? Gibt es auch Weiß auf Schneeplaneten. Aha. Fleisch. Fleisch, Alienteile und, so. Okay. Steffi schreibt sexy. So, hier gibt's ganz viel Gepilzgedöns. Gepilztes. Was ist das? Oh, habe ich mich gerade erschrocken, es war Zibbel. Alles Kupfer. Ich bin's nur. Nicht erschrecken. hattet ihr jetzt schon noch eine Siliziumader aufgedeckt irgendwo? Keine Ader, aber so Steine. Ja, aber die bringen halt ein bisschen wenig. Wenn wir Solarzellen machen wollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr. Ja. Warte mal, ein 700 Meter ist eine Ressource, ich weiß aber nicht welche. Schnecke! Kupfererzlager. Oh. Ich sollte mal aufhören zu sprinten, da. Besser ist. 100 Meter Ressource, ja. Wenn man dich da ran, dann finden wir es, oder was? Kalender. Wir gucken mal. Zu machen. Schande über dein Haupt. Nee, der Daniel im Chat. Ich aber auch. Du auch? Okay. Ja, ja. Ich auch. Vergessen aufzumachen? Ja. Aber ist nicht meiner. Ich meine, von meiner Mama der. Die hat den Geschenk kriegt hier von unserer Tageszeitung, ist das. Und da gibt's, muss man im Internet sich immer angucken, ob man quasi gewonnen hat. Ach so.
Und dass meine Mama mit dem Internet nicht so drauf hat, gucke ich da jeden Tag und benachrichtige sie immer nur, ob sie was gewonnen hat oder nicht. Hat sie schon was gewonnen? Nein. Das könnte mir nicht passieren. Ich habe einen Douglas Adventskalender. Da bin ich einfach zu neugierig. Stimmt, man könnte auch ein Moped nutzen, ja. Aber habe ich irgendwie das gar nicht. Langsam, ja, mit zurück mit dem Moped geht ja schnell dann. Ja. Weil ich gerade den Hinweis kriege, dass das Futter knapp wird sonst. Mhm. Das Honig. Honig? Honig. Das Tentakel oder was? Ja. Pflanzenprotein, kann man Schnitzel daraus herstellen. Mhm. Da ist ein Fragezeichen Level 1 in 1,16 Kilometer. Steffi Fee drückt deiner Mutti, also Futschis Mutti, die Daumen. Okay. Hat ja nicht mehr viel Gelegenheit. Die grünen Fragezeichen meinst du? Ja. Das sind irgendwelche außerirdischen Städte. Also sprich von den Polaris, wie heißen die anderen? NPC-Städte? Talons oder so, ja genau, NPC-Städte. Oh, okay. Also die sind aber auch gefährlich, ne? Wenn die nicht friedlich gesinnt sind, dann da kann man, glaube ich, viel looten, ne? Wenn wir die aufgedeckt haben, sehen wir die quasi auf der Karte und dann sieht man auch die Reputation zu denen. Oh, geil. Wie zuletzt, Futschi und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Was? Hat der Daniel geschrieben. Ihr seid euch sehr ähnlich. Was? Ihr versteht euch. Ja, wegen dem Kalender nicht aufgemacht und so weiter. Ach so. Und beim letzten Mal in irgendeinem Stream habe ich nicht geblickt, was er meinte. Und du hast gesagt, ja, das und das meint er doch. So, das glaube ich auch nicht mehr, aber ja. Ja, ja, ich erinnere mich, dass da irgendwas war, dass du das nicht geblickt hast. Paralysiert bin ich jetzt. So, mal scannen, ob wir ein bisschen näher kommen. Ja, da hinten ist auf jeden Fall die Stadt. Die Ressource ist auch im grünen Gebiet drin, da brauchen wir nicht hingehen. Okay, so, wie viel Silizium habt ihr jetzt einstecken? Ich habe 18. 37. Oh, okay. Damit können wir schon ein bisschen was anfangen. 8. Auf jeden Fall. Ja, damit können wir was anfangen. Also es wären noch 320 Meter. Ja, aber das wieder Gebiet, wo wir nicht dürfen. Ach so, ach deswegen. Okay. Wollen wir gucken, ob wir die Solarzellen mit diesem, was wir jetzt gerade haben, schon erstellen können? Oder wollen wir irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren und gucken, ob da was ist? Auch. Komm mal zu euch. Hat Lex dann auch ihr Moped dabei? Ja, ich bin gerade auf. Was in die Leiste tun, ne, oder? Die ist ja jetzt leer. Ja, aber Motorrad kann man nicht ausrüsten. Das ist quasi so eine Leiste, wenn du ein Raumschiff hättest. Da kann man dann zum Beispiel Waffen dran bauen und dann würden die auch in dieser Leiste auftauchen. Wir sollen doch die Ressourcen erstmal aufdecken, dann sind die auch auf der Karte sichtbar. Ja, das machen wir die ganze Zeit. Ich scanne ja schon, aber ich bekomme nichts. Erkannt habe, sind in irgendwelchen Talon oder wie heißt das andere? Talon und Polaris Gebieten drin. Mhm.
gähnende Leere. Silizium. 100% oh. Erz übrig, aber das ist auch mitten im Gebiet von den anderen. Ach nee, vergiss es. Nee, das ist da oben. Oh, hier sind Kakteen oder was ist? Naja. Let's go, let's go. Oh krass, neues oh, Biom. Honig. Okay, das ist schon da. Kupfer. Hier ist noch Silizium, da ist auch Silizium. Okay, ich habe ein paar Steine gefunden. So, ich kann. Ja, ich bin jetzt bei Fraktionen. Also es ist ja nur Polaris unfreundlich, ne? Oh, da laufen welche von denen. Aufpassen. Die sind unfreundlich, weil wir halt bei denen gegraben haben, ja genau. Man könnte mit denen, man könnte für die jetzt irgendwelche Missionen machen, dass die uns wieder wohlgesinnter sind. Oder die bösen, bösen Zirax, das ist die dritte Gruppe hier auf dem Planeten. Das sind auch die, die uns dann angreifen werden. Mhm. Töten und erschießen und dann bekommen wir bei den anderen beiden Fraktionen auch wieder Pluspunkte. Ja, okay. Wir können jetzt auf jeden Fall nicht das Silizium holen bei den anderen, das funktioniert nicht. Auf der rechten Seite wird angezeigt, was die Beziehung positiv oder negativ beeinflusst. Ah, hier. Was wir kommen, was wir haben. Also hier in der Wüste sind auch ein paar Steine, bin ich gerade am abernten. Ich habe 34 aktuell. Auf Hut anzeigen steht. Ja. 1,6 Kilometer. Habt ihr auch Gemüsezeug und so weiter mit dabei? Ja. Drei Gemüse. Dann soll man vielleicht wirklich erstmal wieder zurück, damit das halt nicht kaputt geht. Okay. Ja. Ist jetzt aber nicht viel, aber ja. Aber ich brauche eher was zu essen. Oh, der Kiefer. Der Kiefer? Hm. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, oh Gott. Ach da. Geh zu mir. Basis habe ich markiert. Magst du es auch machen, dass du weißt, wo die Basis ist? Ja. Machst du deine Karte auf mit F? Ja, mache ich gerade so einen Marker hin und Wegpunkt. Genau. F? Mit M? Mit M die Karte auf. So. Huch, oh nein. Guck, ob jemand aufpasst. Echt, hat er. Wir sehen uns an der Basis. Tschüss mit uns. Okay. Bis denn dann. Können die Moppets auch hupen? Ich habe keine Ahnung. Können die? Weiß ich nicht. Alle Tasten drücken. Also was mir gefallen würde, falls wir mit diesem Spiel weitermachen und wir dann irgendwann durch die Galaxie reisen, auf einem Ozeanplaneten zu bauen. Mit Schiffchen. Und
und dann mit so Hoverbooten und so weiter durch die Gegend. Havern. Und du hast einen komplett flachen Planeten, mal mit einer Insel hier und Insel da. Ein paar Berge und so weiter, aber im Endeffekt ist die komplett flach. Hm. Und dann kannst du halt richtig schöne Aufnahmen und so weiter machen, weil es einfach nur genial und geil aussieht. In so einem Auf- und Untergang und so weiter. Dieses türkisfarbene Wasser überall, das ist echt super. Ich mach hier die Hupe. Zu Hause. Warte, warte, ruf. Jetzt fahr doch da. Dreh doch mal. Oh, ey. So. Schnell einpacken, bevor das verschwindet. Ist wunderschön hier bei uns. Ich habe mal 9 Solarpaneele angeschmissen, mal gucken, wie weit wir kommen. So, starte mal The Witcher. Schauen, ob ich heute den Playthrough abschließe. Nur noch Sidequests, bin also nur semi-ansprechbar. Ja, dann viel Spaß beim Witcher. Da habe ich auch viel zu wenig von gemacht bis jetzt. Ich auch. Ich hab's nicht mal. Schön The Wild Hunt, ne? Also das gab's doch jetzt auch irgendwie gerade, oder Witcher nicht? Witcher 3. Wild Hunt, ja. Ja. Das gibt's ja nochmal. Daniel, welches The Witcher spielst du? Bestimmt Wild Hunt, dritte. Gucken wir mal. Oh, wir müssen das Fleisch abbrutzeln. Ich bin gerade schon am Herd. Nahrungswert. Machen wir mal 20 Schnitzel, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Warum geht das nicht los? Jetzt? Ah, jetzt geht's los, okay. So, Solarpaneele. Okay. Die bauen noch. 10 Stück hätten wir dann erstmal. So, Silizium, mal, ich habe meins jetzt reingemacht in die Kiste. Das war ja nicht. Okay. Ja, Wild Hunt hat er geschrieben, knapp vor 300 Stunden. Okay. Hat er quasi angefangen damit, nehme ich mal an. Nee. Und die Letsche mit rein. Wo habt ihr eigentlich die O2-Flaschen? Sauerstoffflaschen? Hab ich gar keine. Hab ich nur welche. Ich pack das mal hier in die normale Kiste. Vielleicht hast du welche hergestellt durch das Wasser, was du im Inventar hast. Ich weiß es nicht. Du hast da 5 Wasserflaschen im Inventar. Gereinigtes Wasser. Und daraus kannst du O2-Flaschen machen. Ich habe jetzt nicht mein gefundenes Tool. Habe ich jetzt auch mal in die Kiste gelegt. Ich habe das hier im Kühlschrank drin. Okay. Hab alles im Kühlschrank drin irgendwie. Ich sollte mal was essen. Eine Kleinigkeit, vielleicht. Wo wollen wir die Solarpaneele hinstellen? Die brauchen ja auch einen gewissen Platz, die sind ja riesig. Oben drauf? Nee, das ist zu wenig Platz dafür. Viel zu wenig Platz. Okay, was? Oben drauf hätte ich ganz gerne wahrscheinlich dann die Geschütze draufgestellt aufs Dach. Oder wir bauen so 5 Blöcke hoch. So eine Art Turm und dann die Geschütze da oben drauf. Kann man auch machen. Also so eine Art Geschützturm und dann das Geschütz oben auf diesen Turm draufstellen. Wahrscheinlich geschickter. Lass uns hier noch so einen Graben rumbauen mit ein paar Spikes drin und draußen. Dann hast du Angst, dass Zombies kommen. Ja, die kommen bestimmt gleich. Ja. Dann lern schon mal die Spikes. Such die mal. Also das Dach ist zu klein für die Paneele. Okay, dann müssen wir... Ah ja, dann hier nebenan oder was? Stellen wir oder die einfach überall hin, blöd? Oder was? Entweder wir bauen uns noch ein Fundament irgendwo hin und stellen die da drauf, oder stellen die weiter weg und man kann über diesen N-Button bei Building mit Basis verbinden machen und dann kann man die weiter wegstellen. Und muss die nicht an das Gebäude dran flanschen. Wie weit weg kann man die machen? Wie weit weg, weiß ich nicht genau, aber das geht schon so 10, 15, 20 Blöcke weg, geht das schon, glaube ich.
Und dann halt eine ebene Fläche oder halt da, wo keine Bäume sind. Ist ja nur hier. Und dann sollten die auch ausgerichtet werden. Hm. Also Richtung Süden und so weiter und so fort. Wegen der Sonne. Also nach hinten können wir kaum noch gehen, weil dann geht's in den Boden rein. Okay. Eher seitlich weg. Dann machen wir eine Seite mit Paneelen. Ja, wo dann machen wir jetzt hier steht, auf der Seite. Knallen wir das jetzt hier voll mit Foundations. Getreide haben wir. Mit Basis verbinden muss gesetzt werden, wenn Fadenkreuz auf Basis zeigt. Ja, wir haben Getreide, das habe ich da mal. Ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt. Wir haben, glaube ich, auch noch Saaten oder so. Ja. Um dann mit dem Garten anzufangen, brauchen wir Wasser. Da können wir schon mal eine Wassergeneratoren bauen. Ja, Aufbereitungsanlage. Wassergenerator. 1, 2. Machen wir 2 Stück. Da hat einer den Backofen nicht ausgemacht. Da war doch was dran, eben gerade als ich dran war. 4 Schnitzel haben da noch gebraten. Zeig mir einfach mal aus, aber die laufen irgendwie nicht. Weil der aus ist, deswegen. Nee, die liefen auch nicht, wo er an war. Weil kein Fleisch mehr ist, oder? Oder hat es halt nur nicht angezeigt. Ja, kann auch sein. Also 10 Paneele haben wir. Können mal unsere Chats kurz antworten, ob das 12 oder 15 Paneele waren, die wir aufstellen können? Weiß das jemand von euch? Weiß das einer im Chat? Oh, habe ich überlesen. Stardust hat gute Nacht gesagt. Hm. 45 Uhr schon. Gute Nacht, Stardust. Ja, dann ist er wohl weg. Gute Nacht im Nachhinein. Falls du noch da bist, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut und frohe Weihnachten. Ich brauche mal ein anderes Licht. Ups. Das habe ich eben auch schon nett gelesen. Er hat schon geschrieben, wo er gesagt hat, wegen dem Futter. Er meinte nicht, dass ich verhungere, sondern dass das, was wir gesammelt haben, verrottet. Hm? Deswegen sollten wir langsam zurück. Die Welt ist voller Missverständnisse. Ich würde jetzt gern an die Scheibe klopfen. Klopf, klopf. Matti meint 15 sind wohl Max. 15, okay. Dankeschön. Oh, es ist grün. Schubs. Schick, schick. Schubs. Ein bisschen Abwechslung. Schubs. Ja, seinen eigenen Charakter kann man schubsen. Ich will mehr Lampen. Hier draußen hätte ich auch gerne eine Lampe. Kann ich die bauen irgendwo? Hat schon jemand von euch diese Solarenergiezellen? Ah, die kann ich auch bauen. Machen wir mal 3 Stück davon. 3 Energiekondensatoren, so heißen die. Das sind dann quasi die Batterien, wo die Energie dann getankt, also geparkt wird, gespeichert wird. Mhm. Schmatz. Schön. So, fertig. Jetzt bin ich wieder fast voll. Taschenlampe. Eine Kettensäge. Ich kann eine Kettensäge lernen. Oh, cool. Mach. Bei einer Kettensäge liegt das Holz aber nicht auf dem Boden. Da musst du dann einsammeln. Ja, da liegt es auf dem Boden, meinst du? Da liegt es dann auf dem Boden. Das musst du dann einsammeln, ja. Ich kann aber auch dieses verbesserte Werkzeug lernen.
Multiwerkzeug, T1. Mag jemand von euch Basisverteidigung lernen oder soll ich das machen? Dass wir das mal langsam oben drauf machen dann. Also wenn ihr keine Punkte mehr habt, ich hab noch 100 oder so. Ich hab 40. 75. Wir haben alle so viele Punkte, mein Gott. Also bis zum Projektilgeschützturm, bis dahin. Die dann lernen. Musste erst das erste, die Selbstschutzanlage und danach dann quasi Projektilgeschützturm. Ja, wie ihr wollt. Ob ihr das wollt, soll oder... Mir egal. Deswegen habe ich gefragt. Mir auch egal, ich mache eine Lampe. Dann lerne ich's. Kann ich da eine Lampe bauen? Oh Mann. Ja. So. Oh, kann der das gar nicht? Okay, wir brauchen erst den größeren Konstruktor. Okay, dann müssen wir den erstmal. Der? Machen wir den hier erstmal aus. Bodenkleider, Starterblock, Raha. Kleiner Konstruktor und dann rechts daneben steht großer Konstruktor. Level 5. 7 Punkte. Ich muss mal kurz Pause machen, ich habe mir irgendwas ins Auge gerieben. Ich muss mal kurz das Auge auswaschen. Ja, jo. Mach das. Bin gleich wieder da. Na klar. Lampenalarm. So. Besser. Das sieht schick aus, ja. Aber draußen habe ich noch eine gemacht. Draußen? Mach mal dein Licht aus, dann sieht man es besser. Ah, cool. Schick, schick. Wenn du da jetzt wieder auf gruppieren klickst, dann geht die quasi in die andere mit rein. Also das heißt, du musst dann quasi da eine neue Gruppe erstellen oder einfach ohne Gruppe lassen. Ich habe das einfach manuell jetzt gemacht, ja. Ja, genau. So, ist der Herd fertig. So, fertig. Ich muss bestimmt irgendwas Pflanzentechnisches machen, ne? Hier lernen. Das ist bei den Baublöcken mit dabei. In diesem Reiter. Kann man schon. Pflanzenbeet. Brauchen wir Nährlösung. Und für Nährlösung brauchen wir Wasser. Und diese Wasserkondensatoren, oder wie die heißen? Wassergeneratoren habe ich schon gebaut. Achso, okay. Schau mal. Leg dir die mal hin. Hinter dir. Und die brauchen auch Sprit. Also das heißt, du musst aus den kleinen Dingern dann da noch Sprit rausholen. BB. Und dann unten ans Wasser gehen und die ins Wasser reinstellen. Das krieg ich hin. Denke ich auch. Das krieg ich hin. Wahnsinn. Ich ganz zuversichtlich. Richtig gut. So, muss ja auch nicht so tief. Das ist ja hier vorne, okay. Gibt's maximal 20 Level hier? 25, glaube ich. Weil bei den Punkten hört's bei Level 20 auf, deswegen frage ich. Ah, 25 ja. Bei Waffen, ja. Ich glaube 25 müsste das letzte sein. Okay. Soll ich die direkt nebeneinander stellen oder weiter weg voneinander? Was ist besser? Ist egal? Kannst du direkt nebeneinander stellen, das ist egal, ja. So, was macht der jetzt? Was habe ich verpasst? Ich habe einen großen Konstruktor gebaut. Oh. Der ist in der fertigen Kiste, den müssten wir jetzt noch aufstellen, irgendwo hin. Der hat dann 2x2 Block. Schweres Gerät. Ja, theoretisch könnten wir den entweder jetzt dahin stellen, wo der Kleine ist, also sprich den Kleinen abreißen, oder wir stellen den woanders hin. Ja, brauchen wir den Kleinen auch noch? Ja, da könnte man dann später irgendwas, ach ja, wie Munition zum Beispiel herstellen. Wir können den auch mit der Knifte ab demontieren. Naja, wir könnten aber auch einfach den stehen lassen, quasi immer auslassen. Und nur dann, wenn wir zum Beispiel Munition oder sowas brauchen, dann den Munition herstellen lassen, dann können wir den anderen nehmen für die guten Sachen. Ja, das meinte ich ja jetzt nur demontieren, dass wir den woanders hinstellen können, wenn Platz. Das können wir auch, ja, genau. Den anderen können wir ja hier hinstellen vielleicht. Den kleinen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht?
dann stell den, dann bau den kleinen ab und dann stellen wir den kleinen hier hin. Genau, und den großen machen wir hier in die Ecke rein. Soll ich jetzt abbauen? Ist da nichts mehr drin? Nee, ja doch. Nee, da ist ja nichts drin. Das ganze Zeug ist ja hier drin quasi. In den Kisten. Okay, dann demontiere ich. Jo. Okay. So, wie rum wird er jetzt gestellt? Wo ist jetzt vorne, oben, unten, hinten? Ich stelle bestimmt wieder falsch rum auf. Stimmt. Das kann ich ganz gut. Ich würde sagen so. Ich sehe hier kein vorne, hinten an dem Gerät. Ah, okay. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht. Ich glaube, so ist richtig. Mal kicken. Bestimmt. So, Input. Rohstoffe. Den stelle ich dann ganz in die Ecke, den anderen, oder an die Kisten dran? Wie du möchtest. In die Ecke geht, glaube ich. Ja, genau, oh das Gott. Geht ja. Nur halt kommt da vorne dran, nicht wegen dem Kühlschrank. Ja, genau. So, und jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4 Geschütze. Nehmen die Kiste. Mach mal. Wer? Dann könnten wir auch die Solarpaneele aufstellen. Aber wie gesagt, die müssen halt ausgerichtet werden, Richtung Süden dann oder wie auch immer. Da, wo halt die Sonne am meisten scheint, wo die Sonne am höchsten steht. So, das heißt, wir machen jetzt hier neben erstmal ein paar Foundations hin. Zum Beispiel, ja. Das muss aber ziemlich groß sein. Mhm. Brauchen wir also sehr viele Foundations? Ja. Wir haben 12 Stück. Und eins davon ist, glaube ich, 4x3 oder sowas. Also das heißt, wir brauchen ein Fundament, was 12x4x3 groß ist. Keine Ahnung, wie groß das ist. Sehr, sehr groß. Hallöchen, Miss Miri. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wollen wir dann vielleicht, Futschi, die Küche auch nochmal umstellen, wenn du das Tool noch einstecken hast? Meinetwegen den Herd hier in die Ecke oder so? Kannst du mir nehmen. So, warte mal. Ist das hier gut, was ich hier mache? Soll ich abbauen oder was? Den Herd, ja. Oder meinetwegen hier hinten an die Tür oder wie auch immer, dass wir hier so eine Küche einrichten. Hab ich. Okay. Und wohin? Den Kühlschrank könnten wir dann theoretisch da oben drüber hängen oder sowas. Über den Herd. Dann haben wir Platz gespart. Lass das nicht Lakes ansehen. Was denn? Was denn? Simpel will Platz sparen. Mhm. So, dann baue ich mal die Küche hier in die Ecke. Boah, kann ich mal hier. Halt schon. Ich muss hier irgendwas abbrechen. Nee. Doch. An der Seite ist. Da ist das Bedienfeld. Nee. Ist besser. Weg. Kann man genauso benutzen. Okay, ausmachen. Den Kühlschrank muss der erst leer werden? Was? Matti schrieb, dass man die Blöcke auch ziehen kann, um schneller mehr zu setzen. Achso, ja, das hast du vorhin schon gesagt und ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich teste das gleich. Was ist das? Sortier? Alles nehmen? Gibt's das auch? Ja, Schiff links Blick. I need Steine. Ich muss noch was essen, sehe ich gerade. Shift links klick. Shift. Kaufempfehlung? Ja, also Empyreon. Würde ich auf jeden Shift Fall F empfehlen. Du, oder was? Miri, definitiv. Nee. Du hast, das sind doch diese Pfeile in der Mitte. Da kannst du einmal nach links und nach rechts rüberklicken. Ach so, ah. Ist noch was drin? So. Nö. Oder ist alles raus? Hab ich. Okay. Ist leer. So, dann machen wir hier ein paar Klötze. In der Ausgangskiste sind auch noch 4 Stück, falls sie dich weiterbringen.
So, muss ich jetzt, so, ich versuche das mal mit Ziehen jetzt hier. Kühlschrank, Output. Ja, ja, guck mal ein bisschen zu. Also ich bin ja, wir sind ja, also ich, ne? Ich habe also auch wenig Plan von dem Game, aber es macht Laune. Nächster, hattest du die Munitionskiste gelernt, die du vorhin angesprochen hast? Ja, ich glaube, warte, ich muss mal kurz gucken. Weil dann könntest du die mal bauen hier in diesem großen Konstruktor. Oh Gott, wo war das? Werkzeuge? Nee. So, diverses? Ich. Aber allzu lange mache ich das nicht mehr. Ach nee, das ging nicht, weil bei mir ist ein. Geht nicht, es ist bei mir dunkel. Weil, keine Ahnung. Level. Ich habe Level 7 und da steht eine 4 drüber. Ah, weil du die Frachtbox erst lernen musst. Das ist quasi so eine Kette. Ah, alles klar. Oh, doof. Jetzt habe ich die Munitionskiste gelernt. Also, ich komme mal. So. Such. Frachtbox. Wie viel soll ich davon bauen? Eine reicht. Ja. Dankeschön. Okay, letzte Geschützturm ist gleich fertig. Danach kommt die Moonkiste. Ah, das ist cool. Das ist wie bei Rising World, ey. Da kannst du hier ziehen, so wie dort. Sehr cool. So. Also ich habe das Multi-Werkzeug gelernt. Kann das bauen. Ich kann jetzt auch die Munition dafür dann bauen. Wenn ich das Zeug halt hab. Haben wir aktuell, haben wir für die Munition... Fehlen Promethium-Pellets. Munition hast du in diesem Aufheben-Tool noch drin, oder? Ja. Okay. Noch 190. Okay. So, jetzt die Frage, wo kommt die Munitionskiste hin? Okay. Steuerung. Wo bauen wir die hin? Da über diesen kleinen drüber? Oh Gott. Magst du die aufstellen? Dann mache ich die Geschütze oben aufs Dach. Ich? Ich hab die doch gar nicht. Die ist in der Kiste drin. Ach so. Gibt's da auch wieder verschiedene? Nee. Muss mal schauen, glaub nicht. Nee. Geht nicht. Ich stelle sie dann jetzt dahin. Jo. Und dann kannst du dem Kleinen, den wir quasi gerade umgestellt haben, sagen, dass er 30 mm Kugel... Ah ne, die kannst du wahrscheinlich nicht, weil du Geschütze nicht gelernt hast, oder? Habe ich schon wieder Hunger. Mann. Wahrscheinlich nicht. Pistole, Gewehr und Schrot. Essen. Dann baue ich die gleich. Kann das auch theoretisch auch lernen. Also, was ist denn das jetzt schon wieder? Kannst du machen, ja. Dass du den Kleinen dann sagst, dass er Munition bauen soll, 30 mm, und dann als Input die Munitionsbox. Hunger! ich sterbe. Gewehr, warte. Ah, da freut sich aber einer, der sowas isst. Das ist das bei Basis, gell? Ja. Ganz unten. Du meinst das Lernen jetzt, oder? Ja. Ja. Also quasi die Rohstoffkiste als Input und Output die Munitionskiste. Dun 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 dun. So, dann holen wir mal alles. Und dann...
15 mm Kugeln. 30. Oh. Was für eine Einheit ist das? Wie viel kommen raus bei einem Klick? Also ich habe 15 mm Kugeln, die meinst du? 30 mm. Die gibt's bei mir hier nicht. Dann kann die nur der Große. Okay, alles klar, deswegen haben wir diesen Großen hier gebraucht. Dann kann der Kleine keine Munition herstellen, super. Ja. Dann kann das nur der hier. Der kann 30, jawohl. So, und auf was für einem... Oh, wir sind jetzt bei 75.000 CPU von 80. Also wir können nicht mehr viel hin in die Base reinstellen. Das ist nicht gut. Da draußen hat's geschneit. Was? Ja. Was? Achso, jetzt im Real Life. Ich wollte gerade... Weihnachten. Nein! Guck mal bei mir im Stream oder ich mache einen Screenshot, wie auch immer. Bei mir ist die Erde weiß. Lexan, hast, ja? Hast du auf deinem DD-Server Seasons von LS19 installiert? Nein. Dass da Jahreszeiten mit auf dem Server hier sind? Nein. Bei mir ist es weiß draußen. Das ist ja spannend. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Den Grafikfehler. Ich sehe hier gar nichts. Kamerawinkel. Mach mal die Lampe aus. Hab keine an. Achso. Ah ja, das ist hier durch die Sonne, ne? Bei dir ist es die Lampe. Wie gesagt, ich habe keine Lampe an. Nee, Fuji. Dann ist es so. Achso, Fuji. Hatte jetzt, bei ihm sah das jetzt sehr weiß aus gerade. Keine also Ahnung. Also wenn ich Richtung Südost gucke, ist alles weiß. Wenn ich Richtung Osten direkt gucke, ist es wieder grün. Hat mit Blickwinkel zu tun. Okay, hast du schon ein Solarpanel? Wir haben 12. Achso, jetzt werden wir testweise hier mal so ein Ding hinstellen. Von der Größe her. Die Munition hat das jetzt noch nicht gebaut, Fuji, oder? Nein. Okay. Sollte ich? Dann... Ja, aber ich bin schon dabei. Produktionsmenge, ein Klick sind 70. Machen wir mal 700, 1400. Aber in die Munitionskiste rein. Statik? Wie Statik? Ach so, Statik. Wir müssen hier... Oh Gott, wie mache ich denn das? N? Das Blöde ist, hier ist alles total schief draußen. N und zeige strukturelle Integrität musst du machen. Dann siehst du, ob alles alles grün. Naja, hier vorne nicht so. Ja, hier wird schon noch so eine Art Säule unten drunter. Ich mach mal eine Orange, einfach. Ich mach mal eine Säule. Säule. Ein Pfeiler. Ja, egal. Im Endeffekt einfach einen Stein runter in den Boden ziehen. Sodass der Boden mit diesem Block hier verbunden ist. Ach so, stimmt. Also die Erde. Ist ja Quatsch, genau. Das sieht ja keiner, stimmt. Ja. Zack. Zack. Aber da innen drin ist es noch orange. Mehr noch die Integrität am Arsch. Also ich würde da einfach ein paar... 3-4 Blöcke noch rein, würde ich noch machen. So, jetzt muss er aber immer aufhören hier. Hallo, jetzt hier auch nochmal. Ja, dann ziehe ich hier einmal rüber. Leicht orange ist es hier vorne noch. Also ein bisschen dunkelgrün, sagen wir mal so. So. Ja, dunkelgrün ist nicht schlimm. Fertig. Orange und dann kommt rot. Der rot hier ist schon leicht orange. Das ist nicht gut. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Dann muss ich... So, abreisen. Ich hätte jetzt den anderen abgerissen. Das wäre voll logisch, was ich hier tue. So. Wen interessiert, wie die Geschütze eingestellt werden? Uchi. Was? Ja. Hä? Wie komme ich denn da jetzt ran? Verdammt. Drück mal auf die Pedale.
Ja, drück mal auf die P-Taste. Oder? Dann links auf der Seite, bei Geräte ist das, glaube ich, steht die Überschrift Geschütze in Klammern 4. Ja. Klick mal auf die auf diese Überschrift drauf und auf der rechten Seite stehen dann die ganzen Ziele. Ja. Angeklickt, also mit. Ach, jetzt kommen wir, ist da immer noch eine drin. Also so Jäger und Tiere und so weiter brauchen wir nicht, dass die dauernd anschießen. Die fressen uns dann nur die Munition auf. Also im Endeffekt geht es nur um die KI-Angreifer. Die NPC-Fraktionen. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, ganz unten steht da noch, auf was die zielen sollen. Ja. So Warp, wie Kern. Ja, genau. Und dann sollen sie auf die Waffen zielen. Ich weiß nicht, was da noch steht. Bombardier, Geschütz, montierte Waffe, Schubdüse und Generator. Genau, also Warp-Antrieb nicht, weil da, die haben das, glaube ich, die haben das nicht. Also nur Geschütze und Generator. Und Generator. Das kannst du anlassen. Und Geschütze. Okay. Schubdüse auch aus. Ja. Geschütz, montierte Waffe und Generator steht da jetzt noch. Genau. Und was steht in der Mitte von diesen drei Abteilungen da? Nix. Kann ich die direkt an die Wand platzieren? Kann aber auf Gruppe anwenden klicken. Genau, und das musst du dann auf Gruppe anwenden machen, genau, dass jedes, dass jeder Geschützturm gleich eingestellt ist. Mhm. Was sagst du, Lexan? Kannst du ja nochmal gucken? Also, hier an der Fensterscheibe so ein Solarpanel sieht echt kacke aus. Ja, wie gesagt, die Solarpaneele müssen halt auch in die richtige Richtung zeigen, also nicht einfach irgendwo hin und auch nicht an die Hauswand, die müssen frei stehen, dass die so viel Sonne wie möglich abbekommen. Also das heißt, hier, wo jetzt dieser Schatten ist, da darf kein Panel hin. Das ist der Westen, da geht die Sonne unter, also die kommen erst ganz zum Schluss. Also am besten wäre es quasi im Süden. Ich kann die oben ransetzen, hier an die Wand. Oben ran. Ja, dann geht aber die strukturelle Integrität auch kaputt und können abfallen. Also müssen wir diese Plattform im Endeffekt noch nach Süden ausrichten. Noch weiter. Okay. Und hier ist auch im Süden ein bisschen Schatten, also das heißt, es müsste so 3-4 Blöcke vom Süden abstehen und dann erst die Solarpaneele hinsetzen. Mhm. Hat dich aber vorhin gesagt. Ja, ich, Ah, das ist auch kacke, dass das hier alles so bergig ist, ne? Dass du dann immer irgendwo reinbaust und so. Doof. Na gut, wir haben ja Spaten einstecken. Ja. So, ist gleich 22:30. Ich glaube, ich mache gleich Feierabend. Ja. Und nächstes klingelt nämlich der Wecker. Ich wollte auch 22:00 eigentlich Feierabend machen. Gute. Ich hätte mir mal Wecker stellen sollen. Dein Kuckuck? Ja. Der ist so entspannt. Gut, oh Gott. Ja, dann müssen wir mit den Solarpanels mal beim nächsten Mal schauen. Weiß ich auch nicht. Ja. Jo. Dann holen wir uns für das Aufheben-Tool ein bisschen Munition und dann heben wir das alles wieder auf und bauen dann einmal neu. Mal Richtung Süden, ja. Das wäre ganz cool, das Ding. So. Okay. Bin dann auch raus. Ach, jetzt ist der Matti hier gerade AFK. Oh, I'm sorry. Alle weg. So. War auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Auf jeden Definitiv. Fall. So,
Konstruktor aus. Munition ist voll. Alles klar. Empyreon, leise. So, ich mach das, ich speichere gleich ab. So, okay. So, ihr zwei beiden, dann sage ich euch schon mal Tschüss und frohe Weihnachten, ne? Ja. Ja, danke schön. Und so, dann vielleicht zocken wir ja zwischen den Tagen irgendwann, wenn wir Zeit haben, mal gucken. Also ich bin ab dem 30. wieder da. 30. Ja, wir gucken einfach mal, ne? Machen wir ja, alles spontan. Genau. Also macht euch ein paar schöne Tage und dann bis bald, ihr Lieben. Schöne Feiertage, bleibt gesund. Ja, ihr auch. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.